Guten Morgen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge City Skylines Turnable. Prost. Und heute wollen wir mal unsere. Ach Gott, jetzt ist er schon wieder. Ist er schon wieder am. Ah, nee, geht. Okay. Ich glaube, das ist immer, wenn ich das Video starte, hakt es im Spiel. Ich glaube, das hängt irgendwie zusammen. Also, wir haben einen zweiten Stern bekommen für unser Störtebeker-Institut für Betriebswirtschaft. Das heißt, mal gucken. Brauchen wir neue Wohnheime? Brauchen ein weiteres akademisches Werk hier. Und wir haben noch dreimal so viel Platz, wie wir Studenten haben. Okay, also Wohnheime müssen wir erstmal nicht bauen, aber wir haben hier neue Gebäude, die wir bauen können. Und wir könnten jetzt auch eine geisteswissenschaftliche Universität bauen. Aber das haben wir bisher noch nicht nötig. Okay, bauen wir als erstes mal den Berufsschulpark hier irgendwo hin. Schön zentral vielleicht. So. Ach je. Ist gar nicht mal so flach hier. So, können wir hier Straßen drumherum bauen. Dann als nächstes eine Sporthalle für die Berufsschule. Passt die hier hin? Die passt hier hin, aber wir wollen die nicht direkt an der. Verdammt, was mache ich hier eigentlich? Wir wollen die nicht direkt an der Straße haben, sondern an einer von diesen Gehwegen. So zum Beispiel. Dann haben wir hier einen Brunnen. Den könnte man mit zu diesem, was ist das, Park tun. Hier zum Beispiel. Oder hier, dann haben wir hier so ein zentrales Element im Campus. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, manchmal gehen nämlich die Zahlen der Studenten rauf und runter. Und darum wollen wir das hier bauen. Gaswerkstraße. Merkwürdiger Name für so einen inneruniversitären Weg. Aber was soll's. Vielleicht sollten wir, wir haben schon Van Dusenring, vielleicht sollten wir hier die Van Dusenstraße machen. Möwenweg können wir lassen, Boy-Peter-Ebenweg, Lindenweg und was ist das hier? B-Petersen-Platz, okay, warum nicht? So, dann haben wir das. Und das sind auch alle. Nee, hier ist noch eine Cafeteria, okay. Die macht natürlich auch mehr Sinn, wenn sie einigermaßen zentral ist. Also können wir die hier daneben legen. Ja, geht, Platz. Oder wir machen gleich zwei Cafeterien. Aber nee, warten wir mal. Da kommt bestimmt noch irgendwas Lustiges hin. Was wir auch bauen können, ist hier eine eigene, mit eigenem Campus, so eine Polizeiakademie. Die kommt hier aber ein bisschen ab, auswärts. Wollen wir die mittig machen? Nee. Machen die hier an die Seite. So. So, damit haben wir, glaube ich, auch schon wieder unsere studentische Kapazität erhöht. Schauen wir mal. 1600. Ja, verdoppelt haben wir die. Okay. Gut. Dann glaube ich, haben wir das hier nicht so ganz stilecht gebaut. Jetzt, wo ich mir das nochmal so angucke. Mit diesen ganzen Querstraßen und so. Das sieht eigentlich nicht aus wie Husum oder wie eine Stadt in Nordfriesland. Aber das werden wir jetzt erstmal so lassen. Ich habe hier schon, weil die Offices hier partout nicht besiedelt werden, habe ich hier jetzt schon so ein paar einzigartige Gebäude reingestellt, wie zum Beispiel diese historische Markthalle hier. Das ist sowas wie in Husum der Speicher. Vielleicht kann man hier so eine Disco reinmachen abends oder so, keine Ahnung. Dann haben wir hier, also wir haben uns um irgendwelche Versorgungsprobleme gekümmert. Ich habe hier direkt ein Recycling Center mitten in die Stadt gebaut.
Das scheint zu funktionieren. Aber was hier noch so ein bisschen das Wachstum hemmt, sind die Verkaufswaren, die hier nicht genügend zur Verfügung stehen. Und was das dann bedeutet, ist, dass wir hier vielleicht langsam mal können wir dieses Gebiet können wir kaufen, okay. Das wäre natürlich auch schön. Hier ist auch eine Bahnlinie. Also vielleicht kaufen wir lieber dieses Gebiet. Dann sind wir am Meer, können vielleicht Fischerei endlich mal aufziehen. Und können hier von dieser... Warte mal, ich muss mal gucken, wie weit geht... Das geht darum, dann geht das hier hoch. Ja, also die Bahnlinien müssen alle verbunden sein. Allerdings weiß ich nicht, wenn ich hier jetzt anschließe, ob ich dann einen Personenbahnhof hier runter machen kann. Also vielleicht muss ich hier auch noch hochbauen. Dann können wir gleich Sönnebüll irgendwie anschließen und dann hier einen Personenbahnhof machen. Und einen Güterbahnhof für die Güter des... für die Konsumgüter, die hier gebraucht werden. Den können wir vielleicht hier unten irgendwo oder hier mittig, ich weiß nicht. Und hier machen wir vielleicht einen größeren Bahnhof hin, wo von dieser Linie und von der anderen Linie aus Fahrgäste kommen können für die Universität. Ja, versuchen wir das so einfach mal. Warte mal, wo haben wir hier? Was wir dann auch noch machen können hier, was ein bisschen fehlt, ist da. Wir brauchen noch Taxi. Taxistand. Das können wir auch hier reinbauen, wo noch keine. Ah, mögen die alle nicht. Naja. Also hier bei der Oper machen wir mal einen Taxistand. Hier machen wir einen. Die können wir alle hier so irgendwo reinquetschen. Hier, hier oben. Hier am Bahnhof wäre natürlich eine gute Idee. Warte mal, die Straße schließt die gar nicht an den Bahnhof an? Doch. Ich kann hier trotzdem einen Taxistand hinsetzen, das ist ja prima. Ach, guckt euch das an. Ja, so ein bisschen Verkehrsprobleme haben wir immer noch scheinbar. Aber wenigstens fließt der. Also, wenn man das anstellt, dann geht's eigentlich. Haben schon Schlimmeres gesehen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ah ja, hier können wir auch noch ein Taxi... Oh Gott. Können wir auch noch einen Taxistand hin tun? Eieiei. Okay. Hier in Witzum, hier vielleicht. Ich meine nicht, dass hier viel Verkehr sein sollte, aber... So. Hier unten Taxistand eigentlich nicht. Okay, also hier haben wir... Das Wendekreuz von unserem Bahnhof hier. So, und da machen wir einfach mal hier so eine Abfahrt. Und dann brauchen wir auch eine Einfahrt. So. Fahren wir mal hier, dass hier noch ein bisschen Platz ist. Und vor allen Dingen, dass wir hier dann vielleicht auch noch Forstindustrie hinstellen können, wenn wir wieder Bedarf an Industrie haben. Sondern einerseits müssen wir hier hoch. Na, geht das nicht? Doch. So, und andererseits... wollen wir hier auch zum
Ja. Zum Personenbahnhof. Den wir nicht direkt ans Wohngebiet bauen, weil dann beschweren sich die Leute wieder, dass es zu laut ist, sondern wir möchten stattdessen hier so eine Allee machen am besten. Das ist gleich noch geräuschdämmend. So, machen das hier so zwischen. So, persönlicher Personenbahnhof. Ich habe hier so ein paar andere Bahnhöfe auch, aber irgendwie funktionieren die nicht so richtig oder ich bin zu blöd, die zu benutzen. Kann beides sein. Ja, so. Dann könnte man den Personenbahnhof, könnte man auch noch hin, theoretisch. Das würde ein bisschen frickelig werden. Hier vielleicht. Nee, hier ist ja schon Bahnhof. Wo wollten wir denn hin damit? Eigentlich müssen wir dann irgendwie hier hin, aber hier ist das hier schon in der Nähe. Das wird ein bisschen haarig sonst. Das Einzige, wo wir den noch hinstellen könnten, wären hier. Und das ist die Frage, also die Strecke können die eigentlich auch laufen. Das ist nicht so weit. Also lassen wir das. Aber was wir schon mal machen können, ist, wir können unsere Personenlinie, die wir schon haben, mal löschen. Und eine neue machen mit der neuen 49, ein Fahrzeug, R1 Regionalbahn. Die löschen wir mal. So, dann machen wir hier eine neue. Dup, 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 dup. Hoffentlich geht das. Ja, geht. Manchmal kann man die Strecken nicht verbinden, weil die Verlegung der Schienen ungünstig ist. Aber hier geht's gerade mal. So, dann wollen wir gucken. Was wir hier für einen Zug nehmen wollen. Machen wir mal den. So. Und dann schließen wir hier. Das muss eine andere Linie sein. Leider schließen wir hier. Op. Können wir mal hier mitten durchs Anbaugebiet. Hier können wir noch ein paar Farmen hinsetzen, wenn es pressiert. So. Oh. Warum kein Strom? Was ist da los? Haben wir zu wenig Strom insgesamt? Nein. Das ist doch verbunden hier, oder nicht? Oh, 5 Meter fehlen. Okay. Oh ja, und hier ist auch nicht verbunden. Gut. Also. Genau, bauen wir hier nochmal einen weiteren Bahnhof. Jetzt haben wir hier gerade natürlich, jetzt machen wir die Linie sonst wieder kaputt, wenn wir da wieder durchfahren. Also machen wir das hier nicht so günstig. Geht aber. So, wunderbar. Und hier machen wir zum Umkehren. Wollen wir zum Umkehren oder wollen wir hier das gleich? Wir wollen das hier anschließen. So. So. Das sieht nicht schlecht aus. Cool. Okay. Haben wir das auch? Und dann schauen wir mal, können wir das hier auch noch verbinden? Können wir hier direkt, können die Leute hier umsteigen
um zur Uni zu kommen. Ja, geht wunderbar. So. Okay, da haben wir schon ein mittleres Verkehrsproblem gelöst. Ist die Frage, ob wir hier auch noch einen Bahnhof hinbauen wollen. Dann könnten wir das hier noch weiter verbreitern. Müssen wir eigentlich. Eigentlich müssen wir das machen. Wo wir schon dabei sind. Hier brauchen wir uns um Lärm nicht so richtig sorgen. Ich meine, hier vorne kriegen die trotzdem Lärm ab. Hier müssen wir das hinbauen. Also müssen wir wieder so eine Allee bauen. So. Packen wir da ein paar Parks rein oder ein paar besondere Gebäude. Dann kommen auch gleich Touristen an einem malerischen Ort an. Okay. So, nehmen wir mal das hier und ziehen das hier oben hin. Können wir nämlich das hier in der Mitte wegmachen. So, ich hoffe, das sollte für unsere Verkehrsprobleme so ein bisschen was helfen. Wir haben momentan 66% Verkehrsfluss, was schon eigentlich noch okay ist, aber für eine Stadt dieser Größe zu wenig. Wie soll das dann erst werden, wenn wir doppelt so groß sind? Aber jetzt haben wir schon so ein bisschen öffentlichen Nahverkehr gemacht. Fernab der Busse, was auch gut ist. So, die Attraktivität hier dieses Wohngebiets ist eigentlich ganz okay. Hier um den Kreisverkehr in Ockholm ist ein bisschen... sieht es ein bisschen ungünstig aus. Hier könnten wir können das hier natürlich mit Parks voll machen. Dann haben die Leute, wenn sie im Stau stehen vor dem Bahnhof, wenigstens was zu gucken. Ja. Nochmal gucken. Hier, der passt hier wunderbar rein, der Park. Packen wir den mal direkt hier in der Mitte. Dann brauchen wir hier auch wieder Parkplätze vom Bahnhof. So, machen wir erstmal hier so ein... Hier wohnt gar keiner. Hier brauchen wir keinen Gemeinschaftspark hin tun. Aber hier, so, ein paar Parkplätze. So. Ja, Moschee am Bahnhof. Bam, bam, bam. Synagoge. Die passt hier rein. Synagoge am Bahnhof, weiß ich auch nicht. Das stört doch beim Beten, oder? Machen wir woanders hin. Okay. Was haben wir hier? So ein Friedhof können wir noch hinbauen. Sind aber alle zu klein. Eisenbahnmuseum. Das ist doch eine Idee, hier vielleicht. So. Ha.
Okay. Ich habe scheinbar nicht für alle Züge die Texturen runtergeladen oder so. Weiß nicht. Packen wir noch ein paar Bäume hin, dann sieht das gut aus. Und natürlich wäre das besser, wenn wir hier so diese Gravel Paved, was ist das? Boardwalk Stone Tiny Road, die nehmen wir. So, damit hier keine Autos durchfahren können. So. Können wir jetzt sogar hier nebenan noch ein paar Bäume hinstellen? Ja, Tatsache. Und nehmen wir kleinere Bäume. Nehmen wir hier so ein paar Büsche oder sowas. So, kleines Freilicht-Eisenbahnmuseum und hier packen wir dann irgendwas. Hier könnten wir den Sparmarkt hinpacken oder was ist das? Das ist ein Renault-Händler. Okay, warum nicht? Das passt hier gerade so gut. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Das ist zu groß. Weihnachtsmarkt zu groß. Regierungsgebäude zu groß. Alles zu groß. Also Wohnsilos. Aber die wollen ja auch nicht am Bahnhof wohnen. Ein Zoo ist zu groß. Der Platz passt gerade. Okay. Nehmen wir den Platz. Das sieht doch gar nicht schlecht aus jetzt. Schön zentral. Parkplätze haben wir hier. Und am Bahnhof sind auch noch welche. Wunderbar. Gut, dann brauchen wir unseren Güterbahnhof. Den müssen wir vielleicht entweder hier oben hinbauen. Und mit eigener Bahnstrecke hier angeschlossen, damit die sich nicht ins Gehege kommen. Und es zu Staus kommt hier. So. Güterbahn, Güterbahn. Ja, hier an der großen, aber nicht direkt an der großen. Das ist ja, wie gesagt, falscher Fehler, den wir nicht machen wollen. Sondern wir nehmen eine dicke, fette Einbahnstraße hier und gehen da zentral hier rein. So. Wie wir das Gebiet hier dann ausbauen, das ist noch eine andere Frage, aber. Warum geht das hier nicht weiter? Was ist hier los? Gefälle zu steil, das ist unter der Erde. Was soll das?
Okay. Wer nicht will, der hat schon. Machen wir halt eine Eisenbahnbrücke. Müssen wir sowieso machen, damit wir hier rüberkommen. Ja, hier oben auf die Insel brauchen wir nicht. Da kommen eh keine Konsumgüter her. So. Aber vielleicht... Ne, hier brauchen wir auch nicht. Das machen wir einfach Sackbahnhof, ganz normal. Gut. Hier kommen dann also die Güter an und die werden dann schwupp hier verteilt, hoffentlich. Und vielleicht sollten wir hier noch eine Nord-Süd-Verbindung machen, damit die auch gleich an die Läden verteilt werden können hier. Machen wir hier mal sowas rein. Zack. Sorry, lieber Laden. Gut. Stromlinie unterbrochen wegen dem Scheiß. So. Wie ist das? Okay. Oh, hier fehlt Wasser. Hier fehlt Wasser. So, siehst du wohl. Strom ist wieder überall da, Wasser auch. Hier fehlt Strom. Wir haben alles gedacht, aber der Bahnhof ist ohne Strom. So. So, und hier können wir dann noch ein kleineres Wohngebiet reinsetzen, weil wir brauchen gerade wieder Wohngebiet. Man könnte hier über die oder unter die Straße machen. Machen wir mal eine Brücke. So. Und hier auch. Könnt ihr gleich zum Park. So, was wir hier vielleicht noch machen können, ist dann hier noch einen Parkeingang machen für die Leute hier. Hier. Wo war das? Hier war das. So. So. Gut. Okay. Warum ist hier schon wieder... Was zur Hölle? Was ist hier los? Habe ich schon wieder irgendwas unterbrochen? Ja. So. Wir sollten mal Redundanzen schaffen hier, damit nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas baue, hier der Strom wieder ausfällt. Achso, hier geht wieder nicht. Toll. Toll. So.
So. Gucken, ob wir hier eine Kirche irgendwo noch haben. Die ist klein genug. Das Problem bei den meisten Kirchen ist, die sind immer so riesig. Dass wenn man hier so eine Kleinstadtumgebung braucht, dann passt das nicht so wirklich rein. So. So, dann bauen wir hier noch ein paar von diesen Fußwegen rein. Sehr schön. Okay. Mache ich denn da? So, genau. Das Gute ist, das hier sollte dann auch gleich im Einzugsgebiet des Personenbahnhofs liegen. Das heißt, die Leute sind hier recht gut verbunden. So, und hier am Außenrand bauen wir ein paar von den größeren hin. So. Sobald hier jemand einzieht, zack, haben wir auch Strom. Gut, dann brauchen wir hier vielleicht eine kleinere Schule und eine kleinere Oberschule. Machen wir mal die hier. Kleinere Oberschule. Haben wir sowas überhaupt? Wir haben hier noch so eine Oberschule Lichtenberg, aber das, die gefällt mir gerade nicht. Nehmen wir mal lieber so eins hier. So, und ja, das ist ein kleines Dorf, also können wir hier ruhig einen Friedhof hinpacken. Und oh, hier haben wir noch so eine dänische Kirche. Friedhof und ein Krankenhaus ist, glaube ich. Obwohl, Krankenhaus könnten wir hier in Bahnhofsnähe. Das macht eigentlich auch Sinn. So, dann ist hier unten auch gleich Krankenhauszeug Gedöns. So, wie nennen wir diesen Stadtteil? Mal gucken. Er ist Goldelund. Okay, und hier oben? Wir haben zwei Goldelunds jetzt. Das geht nicht. Und das hier oben ist... Alkersum haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Das sind nicht so viele Viertelnamen. Okay. Da müssen wir uns selber was ausdenken. Das ist nicht Goldelund, das ist, haben wir... Sönnebüll, Ockholm, Marsbüll, Tönnern. Das hier unten ist Goldebeck. Und das hier oben, da das die größte Stadt ist, nennen wir das natürlich Tönnebüll. So, also was Wohngebiete angeht, sind wir jetzt schon wieder gerade vor. Aber jetzt braucht er gleichzeitig neue Gewerbegebiete und hier haben wir immer noch nicht genug Verkaufswaren. Was geht hier vor? Naja, aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit City Skylines Tönnebüll.
Und für heute ist dann erstmal Schulz. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es und schreibt eventuell einen Kommentar, wenn ihr wisst, was ich gegen dieses Warnproblem machen kann. Wenn der Güterbahnhof hier schon nicht hilft, ist ihr zu weit weg oder woran liegt das? Oder was ihr auch machen könnt, ist, um über weitere Folgen informiert zu bleiben, den Kanal abonnieren. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.